Auch die Amateurfahrer haben mit dem Hermann Holzwart Gedenkrennen einen traditionellen Saisonhöhepunkt zu absolvieren. Das Rennen wird auch gerne als Derby der Amateure bezeichnet und ist ein Prestigebewerb. Es geht über die Langstrecke von 2460 Metern. Die gewinnreichsten Pferde starten mit 20 Meter Zulage. Der penalisierte Toto-Favorit Roland Colombin übernimmt knapp bei Halbdistanz die Führung und kontrolliert dann in der Folge auch die Konkurrenz nach Belieben. Das Gespann wehrt im Finish auch den Schlussangriff von Power Sultan mit dem Salzburger Christian Mayer ab und gewinnt sicher mit einer Dreiviertellänge Vorsprung. Platz 3 geht an Valentino Rossi mit Johann Breining Junior aus Oberösterreich. Jubeln darf im Holzwart Memorial ein Wiener und das nicht zum ersten Mal. Das ist ein ganz ein besonderes Rennen, und zwar, weil ich heute mit diesem Pferd das dritte Mal das Rennen in 4 Jahren gewonnen habe und habe dieses Pferd speziell für dieses Rennen vorbereitet. Ein Derby für die Amateure ist natürlich etwas sehr, sehr Hochwertiges. Jetzt aber volle Konzentration auf das große Derby-Fahrerbesprechung vor dem Bewerb durch die Rennleitung. Dabei wird speziell auf die heikle Startphase hingewiesen. Wer zu spät kommt, kommt zu spät. Es ist leider bei den Zuchtrennen immer so, dass kein Mensch zum Auto fährt. Das Elferfeld jetzt im Überblick mit der 1, Lemon Mind, Ari Karlenkaski, 2, CS Fire, Franz Kohn-Lechner, 3 hätte Ronaldinho gehabt, der fehlt allerdings, 4 Akon mit Johann Lichtenwörter, 5 Black Attack mit Josef Schwaber. Diese Pferde am Wettmark auch stark gespielt, dann die Außenseiter ab der 6, CS Hope Sahai, Delmetra Qui Abado Mo, Skandalö, Baby Bee, Supermet und Power Metro. Das Rennen jetzt im Originalkommentar von Gerhard Reichebner. Teilnehmer. Ab das 125. österreichische Trauberderby ist gestartet. Lemon Mind an der Innenkante übernimmt die Führung. Fehler von Abadomo. Lemon Mind also führt vor Baby B, der aus der 2-3 innen blendend gestartet ist. CS Fire sieht man dahinter in dritter Position. Dann außen Delmetra Qui, gefolgt von Akon. Dann dahinter Black Attack von Supermat. CS Hopes Are High, Power Metro, Abadomo, der pariert werden konnte, und Skandalö. Lemon Mind legt an der Spitze ein enormes Tempo vor. Führt auf der ersten Stallgeraden mit gut 5-6 Längen vor Baby B. Dahinter CS Fire an dritter Stelle, Delmetra Quist vierte vor Akon, der in zweiter Spur läuft. Dahinter Black Attack vor Power Metro und Supermet. Dann wiederum Abstand zu CS Hopes Are High, Abadomo und Skandalö. Das Feld erreicht den Messebogen. Eigentlich ist es erst Lemon Mind, denn dahinter klafft eine enorme Lücke zu Baby B, dahinter CS Fire an dritter Stelle. Lemon Mind in Front, nicht zu stoppen. Er hat eine hohe Schlagzahl und legt hier ein unglaubliches Tempo, eine unglaubliche Pace vor. Lemon Mind zu Beginn der Tribünengeraden, überlegen in Führung. Baby B an zweiter Stelle vor CS Fire. Dann macht sich außen Akko nun an die Verfolgung. Eine Runde vor Schluss. Weiterhin Lemon Mind mit großem Vorsprung in Führung. Baby B an zweiter Stelle, Akon ist dritter, dann CS Fire. Black Attack an fünfter Stelle vor Delmetra Qui, dann Supermat vor Power Metro, CS Hopes Are High, Abado Mons, Skandalö. Es geht zum zweiten Mal durch den Startenbogen. Lemon Mind in Führung, aber der Vorsprung ist geschmolzen, die Verfolger sind näher gerückt. Lemon Mind vor Baby B, außen Akon, dahinter CS Fire an vierter Stelle vor Black Attack, dahinter Supermat. Und innen Delmetra Qui vor Power Metro. Wir sind auf der letzten Stallgeraden. Lemon Mind in Führung. Aber außen hat nun CS Fire fast auf, hat Akon fast aufgeschlossen. Innen folgt Baby B, dahinter CS Fire vor Black Attack, dann CS Hopes Are High. Der Schlussbogen ist gleich erreicht. Lemon Mind fällt hier zurück. Akon hat die Spitze übernommen. Akon vor CS Fire. Außen Black Attack an dritter Stelle. Ganz außen kommt noch CS Hopes Are High. Lemon Mind hingegen ist klar geschlagen. Akon in Führung. Ausgangs der Schlussbogen. CS Fire an zweiter Stelle. Dann kommt Black Attack. Dein Dreikampf kündigt sich an um den Sieg im 125. österreichischen Traber-Derby. Die Spannung könnte nicht höher sein. Innen Akon, außen kommt Black Attack mit ihrer Schlussattacke dazwischen. CS Fire. Akon oder Black Attack, dann CS Fire. Black Attack hat außen die Spitze übernommen. Black Attack mit Josef Schwaber. Black Attack ist voraus. Black Attack vor Akon. Black Attack oder doch noch Akon. Black Attack und Josef Schwaber gewinnen das 125. Derby vor Akon. Rang 3 für CS Hopes Are High noch. CS Fire wird Vierter vor Supermat und Abado Mob.
Supermind kommt völlig aufgelöst, weit abgeschlagen als Letzter ins Ziel. Bittere Momente für all jene, die den heiklen Hengst weit vorne erwartet haben. Der Tierarzt stellt später ein Magengeschwür fest. Großer Bahnhof für das Siegergespann, das 1.16.0 Trab, die zweitbeste Derby-Marke aller Zeiten. Kreau-Präsident Anton Gahl, Traberzentrale Vorsitzender Peter Trutzler gratulieren den Protagonisten und dem Stall Dos Amigos. Für den gebürtigen Tiroler Josef Sparber, dessen Familie viel Bezug zum Siegerpferd hat, ist es der erste Derby-Sieg in Österreich. Er lässt die entscheidenden Szenen nochmals Revue passieren. Also das Rennen war für mich sehr günstig, weil also der Herr Karlin Kraske also eine enorme Base vorgeschlagen hat. Und es kam mir sehr entgegen los und die vermeintlichen Gegner waren mehr oder weniger alle vor mir. Und ich konnte also erkennen, dass im letzten Bogen also die beiden genannten, also das Pferd, was zweiter war, vom Akon. Von Herrn Lichtenwörter, ja. Und das andere Pferd von Herrn Kronlechner. CS Fire. CS Fire, der war im letzten Bogen schon einigermaßen müde. Und wo die Überseite der Herr Mats angegriffen hat, bin ich den Vorstoß mitgegangen. Und was im Nachhinein vielleicht etwas zu früh für mich war, weil wenn ich noch länger gewartet hätte, hätte ich also noch überlänger gewonnen. Wieso? Welches Gefühl bringt so ein Derby-Sieg jetzt in der ersten Emotion bei Ihnen? Ja, es ist natürlich schon ein super Gefühl, das kann man jetzt gar nicht beschreiben, weil wir nur das Pferd selber gezüchtet haben. Auch noch. Also meine Eltern haben das Pferd gezüchtet. Wir sind also kleine Züchter so und dann so ein Rennen zu gewinnen, ist natürlich schon, das weckt natürlich schon extreme Emotionen. Sie sind gebürtiger Tiroler, leben seit langer Zeit in Bayern, sind auch dort sehr erfolgreich tätig. Haben einen österreichischen Anteil auch an dem Sieg? Ja, ich bin natürlich immer noch Österreicher und ich lebe nur in Deutschland, aber mein Herz ist immer für Österreich. Black Attack steigert mit dem Derby-Sieg ihre Gewinnsumme auf 90.000 Euro und wird nach gezeigter Leistung wohl noch einige Siege für seine Besitzergemeinschaft erlaufen. Viele davon hoffentlich auf österreichischen Rennbahnen.